So, hi Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Hier ist der Balas. Und es ist schon wieder 100 Jahre her, dass ich aufgenommen habe. Irgendwie drücke ich mich immer davor, vor so Rätselzeugs. Schau mal, weiß ich, ob ich das schon untersucht habe. Das Drachenbecken fließt beständig Lava. Hitze ist unerträglich. Okay, wir haben eine Steinschale. Können wir bestimmt Steinschale in den Ofen stellen. Ich sollte erstmal den Ofen anwerfen und für richtig Hitze sorgen. Okay, dann nehmen wir den Hammer. Machen wir auf. Hämmer auf dem Amboss herum. Das macht bestimmt erstmal auch Spaß. Sollte irgendetwas zum Schmieden auf dem Amboss liegen. Ja, das heißt, wir brauchen irgendwo Metall oder was. Presse eine Münze. Wenn Metall in der Form wäre, könnte ich eine Münze stempeln. Vorausgesetzt, das Rad lässt sich nach all den Jahren noch drehen. Ja, ihr wollt mich wo verarschen hier, ha? Ja, Safe Game ermöglicht es dir, falsche Entscheidungen rückgängig zu machen und Dinge noch einmal zu tun. Wow, das klingt mal wirklich gut. Schade, dass der Buff nur eine halbe Stunde läuft. Ja, das ist länger. Was? Öffnung. Ah, hier gibt's noch mal was. Der Drache ist beschädigt. Da fehlt eindeutig der Kopf. Dann nehmen wir die Steinschale des Kopf her. Das Lavabecken, das ist hier oben das komplett. Schauen wir mal. Ach, das ist nochmal eine Luke. Ich wollte mich verarschen. Diese Luke hält die Lava im Becken. Wenn man sie mit Hilfe der Kette öffnet, fließt die Lava heraus. Ja, und damit könnte ich dann den Ofen anfeuern. Das ist schon mal klar. Wenn ich die Luke jetzt öffne, würde sich flüssiges Gestein auf den Boden ergießen. Da fehlt ein Stück. Ja, aber wo... Oh. Liest sie da drauf? Das könnte sein. Hallo, Frau Drache. Hallo, meine Hübsche. Ja? Wie war das noch wegen mit dem Schwert? Was war da doch gleich der Haken? Du wolltest mir die erste Goldmünze für meinen riesigen Goldschatz besorgen. Ah, okay. Ah, richtig. Gut, dass du mir das sagst. Und was musst du alles tun, um ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden? Drei Prüfungen bestehen? Oh nein, so einfach ist das nicht. Es ist ein komplizierter 10-Stufen-Plan. Ich muss mich in verschiedensten Bereichen fortbilden und Schritt für Schritt mein Schreckenspotenzial aufbauen. Ja, das klingt Aber logisch. Das ist alles so kompliziert. Ich soll Jungfrauen fressen. Dabei bin ich Vegetarierin. Das ist natürlich schlecht. Und ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich habe keinen Goldschatz. Und ich weiß nicht, wie man Ritterrüstungen knackt. Außerdem kannst du nicht gut brüllen. Ich weiß. Aber immerhin habe ich schon mal eine angemessene Drachenhöhle gefunden, oder? Ja, okay, ich muss aber weiter. Schön weiterüben. Natürlich, natürlich. Das Ding können wir also wahrscheinlich nicht kriegen. Ich voll gemeint zu uns. So. Oder sonst noch was? Oh, hier sind noch Steine. Eine Reihe seltsamer Steine. Sie sind recht glatt und glitzern leicht. Wahrscheinlich stammen sie aus dem Inneren des Berges. Dann nehmen wir mal was mit. Glitzerstein. Leg den Stein auf den Amboss. Und wenn er leicht glitzert, können wir ihn jetzt bestimmt kaputt hauen. Im Inneren des Steins sind Kristalle. Alles funkelt und glänzt. Sehr gut. Wir haben einen Funkelstein gefunden. Kann ich ihn mit irgendwas kombinieren? Nein. Kann ich den in den Ofen schmeißen? Nein. Auch nicht. Mach ich in die Presse. Hier, ich habe einen Funkelstein für dich. Was für ein Steintrog? Der Steintrog ist mit Wasser gefüllt. Es sieht dunkel und rostig aus. Vermutlich kühlten die Schmiede ihre Werkstücke im Wasser ab. Okay. Dann haben wir den Ofen nur noch. Da können wir die Luke aufmachen. Da können wir mit dem Drachen reden. Da habe ich hier sonst nichts. Morsche Bredde. Können wir hier überbrücken, ganz klar.
Da habe ich auch noch kein Siegel für. Ja, der Hammer. Nichts haben wir, nichts. Kann mit meiner Feder irgendwie kitzeln, ne? Irgendwoher muss ich anscheinend Gold kriegen. Oh. Der Drache, da ist eine Todesmine. Gehen wir mal zur Todesmine. Todesminen sind bestimmt voll sicher. Hallo. Kann mir nicht mal irgendjemand helfen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Und da vorne im Gang, nun ja, ich habe viel von dem Schlafwandlertrank getrunken. Ah, ein Goldschatz. Moin. Seid willkommen in meinem Reich, Fremder. Holla. Ein Helm, der sprechen kann? Aber natürlich, ich bin magisch. So zufällig zu einem mein mächtigen Name Kriegerset. Mein Name ist Nate. Ich bin auf der Suche nach einem mächtigen Kriegerset. Ich schätze mal, du gehörst dazu? Erinnere mich nicht daran. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Ständig dieses Herumgereite, sinnlose Schlachten, Camping im Freien und natürlich die anderen beiden Idioten. Und was meinst du mit meinem Reich? Was ist das hier? Was ist das alles hier? Und warum nennst du die Mine mein Reich? Hehe, ein glückliches Schicksal möchte man meinen. Diese völlig umnachteten Erdwichtel haben mich gefunden. Sie stehen auf glitzernde Dinge und wollten mich ihrer Gottheit schenken. Dem hässlichen kleinen Kerl da? Vorsicht! Er ist streng und unglaublich mächtig. Oh oh. Zumindest erzähle ich das diesen Einfallspinseln. Ich bin nämlich das neue Sprachrohr des Gottes, verstehst du? Ich bin ihr Prophet, weil nur ich hören kann, was die Gottheit sagt. Was sagst du? Diese Erdwichtel sollen heute Abend wieder ein warmes Ölbad für mich vorbereiten? Natürlich, wenn es euer Wille ist, eure Heiligkeit. Du musst die Klinke lausen, lässt sich bedienen. Machst du hier also ein schönes Leben auf Kosten der Erdwichtel? Das ist abstoßend. Neidisch, dass ich als Erster hier war? Aber hast du keine Angst, dass sie dahinter kommen? Erdwichtel sind sehr schlichte Gemüter. Sie kommen nie dahinter. Und keiner von ihnen würde sich trauen, die Autorität des Propheten in Frage zu stellen. Du meinst, da müsste dich schon die Gottheit persönlich feuern? Was ich eher für ausgeschlossen halte. Aber ich bräuchte dich. So leid es mir tut, aber ich brauche dich und die anderen Z-Teile, um einen Gnomen zu befreien. Der war gut. Ganz im Ernst. Meinst du, ich habe eine Keule zu viel aufs Blech bekommen? Hier bin ich ein Gott, zumindest fast. Ich werde bedient und führe das Leben einer Krone. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich das aufgeben werde. Nee. Ich muss darauf bestehen. Dauert auch nicht lange. Ein paar Stunden und ich bringe dich zurück. Finger weg! Wache! Dieser Mensch hat einen Frevel begangen. Er wollte die Gottheit begrapschen. Seine Heiligkeit ist sehr erzürnt. Ja. Werft ihn raus, er ist nicht mehr willkommen. Lasst ihn nicht mehr hierher zurückkehren. Sagt das allen. Musa! Aber Moment. What? Hey, aua, hört ihr? Aua, nicht nett, aus, aus! Musa! Musa! Die sind cool. Ihr verdammten Paar von euren blöden, abgewählten Hundekuchen! Was er da wohl gesagt hat? Ihre seine Hände, sie waren überall. Ja, da fühlt man sich gleich schlecht, ne? So, jetzt suchen wir erstmal hier die Gegend ab. Da sind Steine, ich will die Steine. Kann ich hier gar nichts machen? Nein. Irgendwie nicht. Ach so, aha. Was haben wir hier? Ein Wasserbecken. Das Becken ist randvoll mit klarem Bergwasser. Vermutlich füllen die Erdwichtel hier die Wasservorräte auf, die sie im Bergwerk bei sich tragen. Tun wir morsche Bretter rein, dann schmeckt das Wasser ganz modrig. Das heißt, wir müssen irgendwas finden. Wusa! Oh,
Ich wurde entdeckt. Oder auch nicht. Wusa! Nahaha! Idioten! So. Ich drück schon wieder viel zu. Was? Da ist ein Schlüssel. Angeblich. Ah! Alles unbewacht hier. Das ist doch genau das, was ich suche. Einige Dynamitstangen. Man fragt sich, wie die Erdwichtel an Dynamit rankommen. Ist doch egal. Es ist genau das, was wir brauchen. Etwas? Ach komm. Nimm noch etwas. Greif zu. Nee, er mag nicht mehr. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gern irgendwen was gesprengt hier. Wusa! Jungs, ich muss euch was sagen. Ihr werdet verarscht. Ihr verdammten P***er von euren blöden, abgewählten Hundekuchen! So, nochmal die Beleidigung von vorhin. Lasst mir was Neues einfallen, Nate. Geht ja wohl gar nicht, dass du hier dieselbe Beleidigung mehrmals einsetzt. Also, was soll das denn? Los, nehmen wir ihn als Geisel, den Teddy. Wir schmeißen ihn ins Wasser. Können wir gar nichts. So, schauen wir mal, wohin wir uns überhaupt, ob die überall trauen können. Der Schacht führt tiefer hinab in den Berg. Unten sieht man schwachen Lichtschimmer. Vielleicht noch mehr Erdwichtel? Ja! Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja, ja, komm. Ihr verpiepten Piep, Piep, Piep mit einer Piep und Piep und Piep, ne? Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Die Erdwichtel-Version eines Teddybären, wie mir scheint. Ja, damit können wir bestimmt. Den müssen wir irgendwie. Ja, müssen wir noch als Geisel nehmen können hier. Dass wir den drohen. Vielleicht finden wir ja auch noch ein bisschen Gold oder sowas zum. Pass auf, wenn ich an den Stuhl gehe. Wusa. Ein netter Akzent in der ansonsten recht rustikalen Inneneinrichtung der Höhle. Und wenn wir den hier draufstellen. Schauen wir mal, ob jetzt irgendeiner verwirrt ist. Ach, jetzt streiten die sich bestimmt, weil er denkt, er hat den Teddy weggenommen. Wusa! Los, hau ihn! Wusa! Kloppen sich! Freie Bahn!